Unser Lockvogel Olli hat sich einen Traum erfüllt. Ein ferngesteuertes Auto. Allerdings im Maßstab 1:1 mit einem Spezialmotor im Kofferraum. Und mit Kollegin Hanna am Steuer. Anlasser geht noch? Nee, also es leuchten Lichter. Kein Ölverlust, kein Wasserverlust. Also ich vermute tatsächlich, dass es eigentlich eine reine Elektrikgeschichte ist. Das heißt, dass man auslässt, wenn der Anlasser nicht geht. Wir laden auf und ich fahre nur noch Feldkirchen. Okay. Die gelben Engel bereiten alles zum Abschleppen vor. Und während Hanna die Pannenhelfer mit Fachfragen prüft, richtig, setzt Olli das Auto ein Stückchen zurück. Während er schon mal sein Workout für die nächsten 2 Wochen absolviert, hat Hanna Ratschläge für ihn, auf die er von alleine nie gekommen wäre. Wenn man schneller pumpt, dann geht's auch schneller hoch. Der eine pumpt, der andere prankt. Und noch ein Stück zurück. Da haben sie aber hier wirklich was zu tun. Endlich ist es soweit, es kann aufgeladen werden. Moment mal, war das nicht? Ist ganz schön weit weg jetzt, ne? Muss man da nicht näher ran? Ist ganz schön weit weg jetzt, ne? Muss man da nicht näher ran? Klar, das ist es, näher ran. Zum Glück hat der Fachmann eine vollkommen logische Erklärung. Bremse ist auch draußen. Ja, die ist ein bisschen ausgeleiert. Ich hab's gesehen. Einen muss man jetzt ranschieben. Ja. Das ist aber spannend. Jetzt kräftig schieben, ne? Sehr gut machen Sie das. Und auch so schnell jetzt. Das ist ja Wahnsinn. Uiuiui, fallen Sie mir nicht um. Die Handbremse zieht aber auch nicht. Soll sie auch nicht. Denn nur Olli hat die Kontrolle. Bleib da! Da muss man mit dem Auto sprechen. Ich denke, das ist genau das Richtige. Genau. Ja? Bleib da! Verdammt! Und jetzt nochmal Vollgas zurück. Oh, das ist aber. Ja. Uiuiuiui. Was ist denn jetzt los? Oh, passen Sie auf! Oh. Oh. Kurz so, tief durchatmen. Ach, kurze Pause. Die anderen wollen ja auch noch. Beziehungsweise müssen. So würde ich es lassen. Na super, da wurde uns monatelang 1,50 Meter Abstand gepredigt und jetzt ist es auch nicht recht. Ich weiß nicht. Komisch, er hat jetzt echt lange Pause gehabt, aber ist immer noch völlig fertig. Da kommt man schnell ins Schwitzen, ne? In so Stresssituationen. Soll ich mal in Luft zuwedeln vielleicht? Nee. Was ist da los, verdammt? Ja, wo haben wir denn das Problem? Ich weiß es nicht. Die Handbremse taugt gar nichts. Warum haut der ab? Ich weiß nicht, warum er abhaut. Soll ich mal mit anpacken? Ich versteh's nicht. Vielleicht hätte er Hannas Angebot annehmen sollen. Denn 10 Meter kommen ihm plötzlich wie 100 vor. Dank Ollis ferngesteuerter Bremse. Hier ranstecken wir das? Ja. Na komm. Ja, ich weiß nicht. Gang ist raus, Bremse ist gelöst. Er versteht die Welt nicht mehr. Egal, ein echter Kerl gibt nicht auf. Und wo liegt jetzt genau das Problem? Ich weiß es nicht. Okay. Aber warum lässt er sich jetzt nicht mehr schieben? Was ist jetzt hier los? Man muss mit dem reden, dann geht es. Komm, komm. Jetzt kommt er von alleine. Jetzt kommt er. Jetzt muss er hier an die Öse dran. Ja. Halten Sie mal das Auto, damit er nicht wieder zurück... Das Auto halte ich fest jetzt. Moment. Damit er nicht wieder zurückfährt.
hängt es. Jetzt kann nichts mehr passieren. Ja, jetzt kann nichts mehr passieren. Doch, und zwar noch eine ganze Menge. Seine Kollegin hat sich für eine andere Technik entschieden. Kommt das Auto nicht zum Haken, kommt der Haken zum Auto. Gute Taktik, wenn man eine Motorwinde hat, aber wehe, wenn nicht. Da hilft alles Kurbeln nichts, wenn Olli nicht will. Sie denkt mittlerweile Augen auf bei der Berufswahl. Ich denke, das will nicht da hoch. Das muss aber da hoch. Bleiben wir mal bleiben. Na gut, dann fährt's halt hoch. Zumindest bei ihr. Er hingegen dreht weiter am Rad. Sehr gut. Jetzt wird's doch. Genau, es wird. Und zwar laut. Das ist komisch. Ganz merkwürdig, ja. Wie können Sie sich das erklären? Gar nicht? Überhaupt nicht. Nein? Soll ich Ihnen da bei der Erklärung helfen? Guck mal, voll über versteckte Kamera. Und wissen Sie was? Das ist genau richtig. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Wollen Sie mal aussteigen? Auf die ganze Hand geflogen. Liebe Verstehen Sie Spaß Community, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!